Immortals Phoenix Rising ist gestern erschienen und wir spielen heute 2 Stunden in die Vollversion rein. Dieser Stream ist, genau wie beim letzten Mal mit Immortals, wieder eine Kooperation mit Google Stadia. Ich freue mich sehr über die Unterstützung und freue mich auch auf euch. Die Frage ist, wollt ihr das Spiel auch haben? Bestimmt, oder? Dann könnt ihr es euch besorgen für alle gängigen Plattformen, auch für die Nintendo Switch. Aber wer bis zum Ende dran bleibt, hat sogar die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Ich werde ein paar Codes an euch da draußen verlosen. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was Google Stadia eigentlich ist, für all diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Und zwar ist das eine Möglichkeit, um Spiele über das Internet zu spielen, ohne dass ihr krass starke Hardware dafür braucht. Sprich, ihr braucht keinen heftigen PC, um all diese Games, die wir hier im Store sehen, und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr als hier auf der Featured-Seite, die könnt ihr alle in bester Qualität spielen, ja, Minimum 1080p. Es gibt dann auch noch Stadia Pro, da könnt ihr auf bis zu 4K upgraden, ist aber kein Muss. Und das funktioniert so: Ihr braucht eine einigermaßen stabile Internetverbindung, das ist das Einzige, was ihr braucht, und halt einen Controller, entweder den Stadia-Controller, aber ich habe jetzt diesmal den Xbox-Controller angeschlossen, das geht auch, genauso wie PlayStation-Controller, also da habt ihr wirklich die freie Wahl. Und Server bei Google berechnen für euch das Spiel und übertragen es über die Internetleitung zu euch. Man braucht da gar nicht mal so viel Bandbreite, wie man jetzt glaubt. Na, guckt da gerne im Internet nach. Aber das ist auf jeden Fall eine Option für Leute, die sich jetzt keinen heftigen PC kaufen können, aber trotzdem die neuesten Spiele in bester Qualität spielen wollen. Ja, zum Beispiel Cyberpunk kommt jetzt bald raus. Oben haben wir noch gesehen Watch Dogs Legion. Also es wird relativ aktuell gehalten. Dragon Ball Xenoverse, auch einer meiner Favoriten hier. Und wir spielen jetzt eben Immortals Phoenix Rising, was gestern erschienen ist. Von Ubisoft. Und wir hatten schon 2 Videos davon. Das waren allerdings alles Demos. Jetzt geht's rein ins Hauptspiel. Ich habe hier die Gold-Edition, die hat einen Wert von 99 Euro, aber das reguläre Spiel kostet natürlich etwas weniger. Guckt dazu einfach entweder auf Amazon oder in den eShop, wenn ihr jetzt auf der Switch spielen wollt. Und dazu könnt ihr auch gleich Guthaben bei meinem Partner Instant Gaming besorgen. Erster Link in der Videobeschreibung. Oder eben einfach über Google Stadia. Dass das hier gut funktioniert, das werde ich euch jetzt hier gleich zeigen. Beim letzten Mal auch schon gänzlich ohne Probleme. Preis, ja, also das Spiel kostet so wie jedes andere Spiel auch. Im Grunde. So, was will er mir hier sagen mit Vollbild? Ah, okay. Jetzt passt's. Dauert einen kurzen Moment, bis die Qualität geladen hat. Aber danach eigentlich ohne Probleme. So war es beim ersten Mal, so wird es auch heute sein. Ah, jetzt ist schön scharf. Schön, dich wiederzusehen. Ja, hallo. Ist, wie erwähnt, eine Top-Alternative, wenn ihr jetzt keine aktuelle Konsole habt oder keinen heftigen PC besitzt. Einzige, was ihr braucht, ist eine einigermaßen stabile Internetleitung. Vorausgesetzt, dein Internet läuft stabil. Ja, witzigerweise habe ich ja gerade Probleme mit Vodafone, aber ich streame sicherheitshalber heute mal nur in, also nur, in 1440p. Verzichte auf 4K, ihr werdet da eh nicht so viel von merken. Hauptsache, es läuft stabiler für euch, das ist mir ganz wichtig. Ja, und wir starten mit einem neuen Game. Spielen auf normal, würde ich sagen. Das passt schon so. Und schauen jetzt mal rein. Bezauberte Hera, heilige Mutter, weise Athena,
Mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbrochen könnte. Nichts als Schweine. Allesamt. Ich kann dich sehen. Komm näher. Hilf mir! So hilf mir doch! Irgendjemand! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer. Wie alle Sterblichen. Erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter! Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Wir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens! Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihn das Feuer zu bringen und dir Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phönix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal? Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwindet. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Warte, sage es nicht! Und da geht's jetzt auch schon los. Wir können Gott sei Dank unseren Charakter von Anfang an customizen, weil, naja, der normale Skin ist nicht so beliebt und da schließe ich mich auch an.
Wir machen was Eigenes draus und dann stürzen wir uns in die Welt von Immortals Phoenix Rising. Wie man schon gesehen hat und gehört hat, hat das Spiel als Basis die griechische Mythologie und das passt auch sehr gut, denn es ist von den Machern von Assassin's Creed Odyssey. Und gameplay-technisch sowie von der Optik hat man sich sehr stark an Breath of the Wild orientiert. Es wird Schreine geben, eine große Open World, die im selben grafischen Stil gehalten ist und so weiter und so fort. Das werden wir gleich alles rausfinden. Ich persönlich wäre für so ein Gesichtstattoo, das finde ich ziemlich geil. Ich würde mal sagen, hier so, diesen roten Fleck, das hat was. Aber fangen wir mal beim Körperbau an. Bleiben wir bei der Frau oder beim Mann? Vor allem kann man die ausziehen. Oh, was? Wenn du die Körperform änderst, wird der Charakter auf die Standardwerte zurückgesetzt. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren. So ein Körper. Okay. Wie, dann machen wir uns erstmal einen schönen, stählernen Körper. Die Farbe von ich selber bin ja krass weiß leider, wegen einem blöden Hauttyp. Deswegen machen wir uns jetzt nochmal ganz krass weiß. Ein Gesicht wie... Könnt sogar mit Glatze spielen, wenn wir wollen. Vor meinem Inneren ein kluger auf. Vogel. Oder? Du weißt schon, so ein Gesicht. Ach nee, da geht's um die Augenpartien und alles. Ja, nee. Lass mal mal so normal. Augenfarbe, dunkelgrün, wie bei mir. Also ich versuche mich jetzt mal selbst zu erstellen, okay? Xbox also. Nee, ich spiele mit Xbox-Controller, aber auf Google Stadia. Harvey. Die Haare würden sogar passen zum griechischen Style, oder? Dann nehmen wir doch fast die, würde ich sagen. Ja, also ich sehe momentan einfach aus wie so ein Erzengel. Was kann ich hier noch ändern? Die Farbe. Achso, das ist die Haarfarbe. Nee, wieso machen wir nicht? Machen wir hier so den Schwarzhaarigen. Das muss ich jetzt nochmal reinmachen, weil ich wusste nicht, dass beim Körperbau alles wieder rausdeletet wird. Die Augenbrauen. Ja, nehmen wir mal diese richtig langen, krassen. Ja doch, die gefallen mir am besten eigentlich. Lass mal die auch schwarz. Gibt's auch Leunen. Es gibt auf jeden Fall viele starke Gegner und ein cooles Kampfsystem. Mit einem Bart? Ich habe schon zwei Videos dazu hochgeladen. Einmal eine Preview und einmal auch eine Kooperation mit Google. Ihr könnt ja danach suchen, wenn ihr wollt. Da seht ihr dann auch nochmal andere Bereiche des Spiels. Aber jetzt bleibt erstmal hier. Jetzt bleibt erstmal schön hier. Oh Gott, dieser Bart. Alter. Oh je, ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Und was ist das? Ah, okay, der ist noch relativ normal. Ah, lass den nehmen, oder? Der ist legit. Boah, bin ich nicht voll sexy? Alter, geil, Mann. Ui. Ich kann sogar die Stimme verändern. Ach so. Man hat zwei Optionen. Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Der Sturm! Aufwachen! Ich muss aufwachen! Oh, geil! Das ist ja der Sprecher von, Higgs aus, hier, wie heißt das nochmal? Hier, die Drachen, ohne Zahn. Drachenzähmen, leicht gemacht. Mega geil! Den nehmen wir auf jeden Fall. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich sehe ihn ganz deutlich. Der Geringste unter ihnen war ein Schildträger, der von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name. Phoenix. Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Noch Ragosch! Schiffsführer! Hört mich jemand? Wenn ich den Strand verlassen will, muss ich diese Klippen erklimmen.
Ja, ihr habt recht. Ich hab die Bartfarbe verkackt. Das kann man bestimmt noch ändern. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Oder? Kann man es ändern? Wenn nein, sagen wir halt, ich habe den Bart gefärbt, damit er zu diesem roten Ton auf dem Auge besser passt. Schwarze Haare, roter Bart, fühle ich Kapi. Ja, komm. Es ist dann wenigstens nicht alles schwarz. Das sieht dann, vielleicht auch irgendwie blöd aus. Wir lassen es jetzt erstmal so. Ja, wir machen einen auf Hipster und haben uns entsprechend gestylt. Ich glaube, man kann das später aber noch ändern. Jetzt lassen wir es erstmal so. Ich will rein in die Story gleiten. Aber ey, dass wir hier den Sprecher von Hicks aus Dragons haben, ist ja mal mega geil, Alter. Das Spiel beginnt auf jeden Fall anders als die Demos. Aber ich bin sehr gespannt. So, ihr seht, wir haben ein ähnlich tolles Klettersystem wie in BOTW. Kapi? Hoffen wir mal, dass es nicht so viel regnet. Und was passiert jetzt? Phoenix sah seinen Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihm zuwinken. Phoenix, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Likyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Lochagos! Lochagos, kannst du mich hören? Du bist so kalt. Was ist das für ein Zauber? Legion, wo bist du, Bruder? Allein und unbewaffnet war Phoenix verwundbar. Ich muss ruhig bleiben und an meine Ausbildung denken. Also ich mag den männlichen Skin. Keine Ahnung, warum einige von euch den nicht fühlen. Aber jeder darf ja seine Meinung haben. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen perplex macht, ist lieber ohne Facecam. Hä? Wollt ihr mich hier beleidigen oder was? Als ob, Leute. Was ist denn mit euch los auf einmal? Als ob ihr mich nicht mehr sehen könnt. Das Schwert Frechheit. Meines Bruders. Nein! Oh, der ist wohl Ripper. Und ja, man kann den Bart später ändern, habe ich gerade gelesen. Hast du einen Greenscreen? Ja, klar, das ist ja einer. Ich habe nur ein Bild hinten rein geklatscht, damit es nicht dumm aussieht. Komisch mit der Stimme. Nee, Alter, ich feier diese Synchronisation gerade total. Legion! Bruder! Du warst immer mein Held. Mein Polarstern. Ich bringe dich zurück. Versprochen. Aber geiles Schwert. Noch nie hatte Phoenix das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in seiner Hand, als wäre es für ihn angefertigt worden. Achilleus Schwert? Sein Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Ich habe kein Schwert bekommen. Ich sag's ja nur. Phoenix, ich auch nicht. Sah auf. Und er war nicht allein. Bei den Göttern! Zurück! Er machte sich bereit für seinen ersten echten Kampf. Also ich finde, sie hätten keinen besseren männlichen Synchronsprecher finden können für die Rolle. Das passt so gut. Habe ich nur Standardangriffe momentan drauf? Die Erinnerung an seine Ausbildung kehrte zurück. Na gut, ist halt noch Tutorial, ne? Okay, weil ich kann momentan noch keinen starken Schlag ausführen. Später haben wir auch noch einen Bogen. Es gibt Spezialattacken, so ähnlich wie in Assassin's Creed, die man auch so auf die Knöpfe legen kann und so. Ultis. Verschaffe ich mir einen Überblick. Verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Die Synchronstimme war auch in Gott. Ja. Also ich habe das noch nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Aber cool. Ich habe aber das Gefühl, ich müsste den Sound noch ein bisschen leiser machen, oder?
So, jetzt ist besser. Smash, Sock, danke dir für die Mitgliedschaft. Und mit Eliza lässt 10 Münzen. Da halt, mir verfolgt dich schon seit einem Jahr und wollte nur mal Danke sagen für den Content. Sehr unterhaltsam. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Das ist viel, viel mehr wert als alles andere. Danke, dass du dabei bist. Götterbote. Ah ja. Ich habe noch nie eine so große Statue von Hermes gesehen. Wer sie wohl erbaut hat? Von Gefahren umgeben und ganz allein war unser Held dennoch entschlossen, die Soldaten und seinen Bruder zu retten. Langweilig! Schenken wir uns den Teil. Nein, das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Hermes soll mir mal lieber meine Pakete liefern. Nee, was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass die Sprecher, die immer mal wieder so die Story aufgreifen, auch sehr ironisch miteinander sprechen, das Spiel auch ab und zu ein bisschen durch den Kakao ziehen. Es sollte natürlich nicht zu viel sein, weil sonst wirst du aus der Atmosphäre rausgerissen, aber ich glaube, das wird ganz Hermes, legit sein. Alter Freund, es ist mir eine Ehre, dich endlich persönlich zu treffen. Sag nur niemandem, dass ich mit dir geredet habe. Ich habe schon mehr als genug Ärger, weil ich lieber Geschichten auswendig lerne, statt die Felder zu bestellen. Und die anderen Soldaten erst, also die, wissen gute Geschichten wirklich nicht zu schätzen. Wieso bist du kein Synchronsprecher? Also ich weiß, dass viele meine Stimme mögen. Ich höre das wirklich super oft. Ich selber sehe das aber nicht so. Und man darf nicht vergessen, sowas ist auch ein professioneller Job. Also ich würde da jetzt nie eine Hauptrolle oder sowas wegnehmen wollen. Eine Gastrolle könnte ich mir durchaus vorstellen, aber selbst dazu müssen sich ja erstmal die Synchronfirmen bei mir melden. Vielleicht wird das irgendwann geschehen, aber auch nur, wenn die eben derselben Meinung sind, dass diese Stimme so mega krass ist. Was ist das? Es riecht wie Honig und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte, er kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Okay, wir haben unsere maximale Gesundheit erhöht, das ist schon mal schön, aber ich kann noch nicht fliegen. Daher frage ich mich gerade, wie zur Hölle soll ich da wieder runterkommen? Oder soll ich ganz rauf, weil das ging gerade nämlich nicht. Probier's nochmal. Oh, okay. Von hier aus geht's. Das wäre toll. Ja, wie gesagt, also wenn mal so ein Angebot kommt für eine Nebenrolle, kann ich es mir vorstellen. Einfach mal ausprobieren, mal gucken. Phoenix Schicksal wurde immer klarer. Bisher hast du mir nur einen Sterblichen gezeigt, der einen Kampf überstanden hat. Und Typhon wird mit jeder Stunde stärker. Spiel nicht mit mir, Prometheus. Ich schwöre dir, dieser Krieger ist unsere Rettung. Denn wenn er scheitert und Typhon uns besiegt, Zeus, König der Götter, wird die Welt ins Chaos stürzen. Ein Tempel des Apollon. Vielleicht gibt es dort ein Orakel oder einen Seher, der mir helfen kann. Ein Greif? Aber die gibt es doch gar nicht! Lass mich los! Hilfe! Hey, ich rette dich! Ich komme! Ich muss einen Weg zu diesem Riss finden. Gibt's auch Städte in dem Spiel? In den Demos, die ich gespielt habe, habe ich jetzt keine lebendigen Städte gesehen. Ich würde sagen, so wie in BOTW, eher Ruinen. Weil auch hier ist die Welt ja dem Untergang geweiht. Daran wird's liegen. So. Entdecke den Riss mit Hilfe der Fernsicht. Also hier hinten. Ja. Kann ich da jetzt hinfliegen? Wäre nämlich ganz nice. Die Karte ist riesig und auch abwechslungsreich. Also die Gebiete werden sich ändern. Es gibt so eine Art Tropengebiet. Es gibt ein Schloss, Ruinengebiet und vieles mehr. Dazu könnt ihr euch auch mal einen Trailer von dem Game reinziehen. Aber schaltet am besten die Musik ab, weil es gibt einen zwar richtig, richtig guten Trailer, der epische Szenen zeigt, aber die haben die Musik völlig verkackt. Das war bei der letzten Ubisoft-Präsentation. Aber man bekommt dann einen guten Eindruck vom Spiel und von den Gegenden.
Leben und Tod ist die nächste Hauptmission. Der Fremde, der sich in den Krallen des... Sieht man gar nicht, ne? In den Krallen des Greifenwand stürzte in der Nähe des leuchtenden Risses auf der kleinen Insel ab. Er brauchte eine Heldengestalt. Ja, okay, gut, dann machen wir das mal. Wie komme ich runter? Der Tümpel! Ich hoffe, man bekommt die Flügel schnell. Aber gut, machen wir erstmal einen auf Assassin's Creed und springen ins Wasser. Völlig geisteskrank eigentlich. Das Licht auf der kleinen Insel untersuchen, machen wir. Phoenix spürte Ligurons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte ihn an die Verantwortung, die auf ihm lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Ein Wildschwein! Versuch mal zu besiegen. Parieren hat leider gerade nicht funktioniert. Aber mein Timing war auch scheiße. Der Wandsplitter von Typhons Schergen, das Metall der Götter, wurde förmlich von Phoenix angezogen, als wollte er von ihm zu etwas Größerem geschmiedet werden. Der Bart passt halt gar nicht zu den Haaren. Ja, schon, aber zu dem Gesichtstattoo. Und ich wollte ein bisschen Style haben, so auf Hipster-Basis. Nein, ich werde das später ändern, das habe ich verpeilt, Alter. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde mich trotzdem hot in dem Game. Willst du ein Let's Play? Ne, wir machen jetzt hier ein Let's Show für ungefähr 2 Stunden. Und dann werde ich das von Zeit zu Zeit auf Twitch spielen. Da komme ich nicht drüber. Ja, eben. Das schaffe ich nicht. Verdammt! Wir müssen einen anderen Weg wählen. Vielleicht... einfach hier runter und dann schwimmen. Geht das? Probieren wir es aus. Aber ich finde es bis jetzt auf jeden Fall ziemlich cool. Es beginnt zwar düster, das war aber auch abzusehen. Ich freue mich halt persönlich sehr auf die etwas helleren Gebiete. Nun lass diese Gefühlsduseleien und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist schon viel besser. Oha. Wir werden später dann auch die Möglichkeit erhalten, so ähnlich wie im BOTW, mit dem Magneten Steine hochzuheben, nach Gegner zu schleudern und Rätsel zu lösen. Denn wie gesagt, es gibt... auch Schreine. Kampf- und Rätselschreine. Aber auch ich weiß ja nicht, wie das Spiel jetzt hier sich weiterentwickelt. Das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war. Spross der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Wir erkunden es gemeinsam. Wir sind ja noch im Tutorial. Bisher nur einfache Soldatengegner, die sich eigentlich durch Spammen besiegen lassen. So, jetzt hoffe ich, dass ich schwimmen kann. Alles klar. Oh, ich kann sogar tauchen. Machen wir mal kurz. Lol, als ob. Ist das nicht so ein Ding, was die Gesundheit erhöht? Als ob ich das jetzt gerade random finde. Und vor allem, warum ist es hier so random platziert im Wasser? Das ist ja mal super fies versteckt. Holy shit. Ob diese Raben ein gutes Zeichen sind? Naja. Nehmen wir mal lieber die Granatäpfel mit. Das sind die Highlight-Items, wie man schon sehen kann. Mit den anderen Pilzen kann ich die Stamina erhöhen und im Kampf dann auch später noch Angriff und Verteidigung erhöhen. Kannst du mich hören? Ich komme! Ich hab deine Axt! Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihm zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl... Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Wer klopft da an meiner Tür? Niemand? Genau.
Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Ist das der erste Schrein? Oder was zur Hölle geschieht hier? Oh. Das war dann wohl Phönix Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da. Als aber ob. Mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Okay, der Witz ist nicht schlecht. Natürlich ist es noch nicht vorbei. Was? Wo bin ich hier? Du betrittst Übergang in den Abgrund. Schwierigkeit 1. Also ja, das es ist der erste Schrein. Dann wollen wir doch gleich mal hier rein gucken. Der Tartaros! Wo genau war Phönix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach. Phönix war im ja. Ich hasse dich. Aber ist es so nicht spannend, ne? Nein. Erzähl weiter. Cooles Design mit diesen Schlangensäulen. Ich glaube, es gibt auch Checkpoints. Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Ich glaube nicht, dass ich scheitern werde. Daniel Axt heißt der Synchronsprecher. Ah, okay. Ist ein guter Typ. Ich mag seine Stimme sehr. Oh, ich glaube, das müssen wir richtig... Ja. Das müssen wir im passenden Moment stoppen. Warte. Nochmal zurück. Oder muss ich mich draufstellen? Das kann natürlich auch... Scheiße. Ja, ich dachte erst, man müsste es vielleicht in der Mitte stoppen, zurückgehen, den Schalter betätigen und dann kommt man da hoch. Ich glaube aber tatsächlich, man soll sich draufstellen und rüberfahren lassen. Du musst die Axt suchen, naja, ist mir klar. Aber die wird bestimmt ganz am Ende des Dungeons irgendwo rumliegen. Man kennt's. Bisher kein einziger Lag? Wollte ich nochmal angemerkt haben. Also ich glaube nicht mal der Stream selber. Wenn es bei euch leckt, ist es ja auch nochmal was anderes als bei mir. Weil wie gesagt, ich habe Upload-Probleme, aber bislang alles gut. Deswegen streame ich auch am Nachmittag und nicht am Abend. Weil Nachmittag ist meistens stabiler. Ist hier die Axt drin? Nee. Ja, so mache ich auch immer Truhen auf. Ausdauertrank und ein Angriffstrank war dabei, oder? Nee, ein Heiltrank und ein Ausdauertrank. Okay, cool. So, das ist jetzt aber auch nur eine Art Rückweg. Heißt das, ich muss dann getimed einfach auf die Säule drauf? Noch kann ich dich nicht sehen, aber bald. Ja. Okay, kriegen wir hin. Entspannt. Sind das Flügel? Ah, yes! Phönix nice. Tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So, als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Na, ich hoffe doch. Mir fällt gerade auf, ich sehe sogar ein bisschen so aus, vom Gesicht her und von den Haaren. Den Bart jetzt mal wegdenken, beziehungsweise in Schwarz denken. Ich sehe so aus wie Lenny. Lennificate. Grüße gehen raus. Sagt ihm das mal.
Das sieht halt wirklich so aus wie er. Oh, das klappt ja sogar. Irgendwie. Okay, Fliegen funktioniert noch nicht, aber wir können die einen Doppelsprung Axt. Nutzen. Auch ganz geil. Die Axt von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Okay, die Waffe wird jetzt mit Sicherheit, genau, das Tutorial für die schweren Angriffe sein, was da ist. Ballert. Ich glaube, mit den schweren Angriffen ist es auch möglich, Leute mit Schilden umzuhauen. Ja, so ist es. Ach, okay, aber ich kann jetzt beides nutzen. Schnellen und starken Angriff. Alles klar, dann erstmal ihn hier bearbeiten, damit er ans Taumeln kommt. Und bam, 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 bam. Auch mit den Flügeln lässt sich jetzt angreifen. Nice. Betäubungsbalken. Füll den Betäubungsbalken deiner Gegner in den... okay. Also die gelbe Leiste ist der Betäubungsbalken. Wenn die leer ist, dann sind die RIP sozusagen. Bauchgefühl. Checkpoint. Hä? Ja, und jetzt? Nee, es ist kein Checkpoint. Ah, ja. Das ist so eine Druckplattform. Okay. Fällt das Ding dann von alleine zurück? Alles klar. Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phönix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach, wirklich? Yes. Wir sind durch. Na, war doch entspannt für den ersten Dungeon. Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Als ob. Energie durchströmte Phönix. Mehr als er ertragen konnte. Was passiert mit mir? Tschüss, Sterblicher! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Ich kann jetzt Blitze abfeuern? Nachdem er sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phönix dem Riss siegreich. Vorerst! Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte er über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren? An vielen Abenden hatte Phönix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phönix aus. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht. Okay, nun können wir über die Brücke. Vorhin habe ich noch gelesen, wenn was im Wasser blubbert, dann ist meistens was versteckt. Okay, danke für den Hinweis, macht auch Sinn. Weil sonst wäre das Versteck einfach viel zu random gewesen. Und an Jojo, der gerade gefragt hat, was hat das mit BOTW zu tun? Ja, guck's an, dann wirst du das Gameplay und den grafischen Stil wiedererkennen. Ist halt so ein Klon, die jetzt mittlerweile in sind. Ja, gibt's ja noch mehr. Genshin Impact zum Beispiel. Komm ich da rein? Ach krass, hier ist ein Secret. Würde aber sagen, alle sind so ein bisschen für sich auch alleinstehend. Ja, sie bedienen sich alle dieser BOTW-Formel, aber man kann jetzt auch nicht wirklich Genshin mit Phönix vergleichen. Aber so von der Basis her geht's halt in die Richtung und ist somit nicht uninteressant für Leute, die BOTW gefeiert haben. Ich meine, ich merke es ja an mir selber. Ich bin sehr interessiert an dem Spiel. Ich mag den Titel jetzt auch nicht unbedingt, weil er hat sowas Mobile Game-mäßiges. Früher hieß das Spiel auch Gods and Monsters, was besser war. Aber da gab es dann, glaube ich, rechte Probleme.
Deswegen mussten sie es ändern. Den weiblichen Charakter in seiner Standardform fühle ich jetzt auch nicht so. Aber wie man sieht, kann man es sehr stark customizen und das ist doch eine gute Sache. Grafisch finde ich es schön. Gibt es auf allen Plattformen. Kann man sich ja mal geben, bis Breath of the Wild 2 erscheint. So zumindest meine Ansicht. Okay, auf zur Brücke. Wobei hier bei der Harfe doch bestimmt auch noch irgendwas zu holen ist, oder? Jetzt sage ich aber erstmal Danke an Seppel für die eine Münze mit dem Superchat. Muse von Hermes, dem Glückbringer, Boten der Götter. Er, der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist. Können hier Musik spielen? Jetzt habe ich nicht genau aufgepasst. Auf welchem Button? Hier sind übrigens unsere Ausrüstungsgegenstände. Kann ich jetzt schon den Bart anpassen? Weiß das jemand? Oder geht es erst später? Ausdauer wird von Phoenix... Aber damit ist nicht der Blitz gemeint, oder? Oder haben wir mehr Ausdauer bekommen vorhin? Nee. Ich weiß nur, ich hab einen Blitz erhalten in dem Dungeon. Ne, hier steht ein Blitz. Blitz des Zeus. Mit ihnen kannst du deine maximale Ausdauer... Ah, okay, doch. Verbessern. Du erhältst sie durch den Abschluss von Gewölben des Tartarus. Gibt auch einen Skilltree. Ich weiß jetzt nicht, ob die Blitze vielleicht sogar dafür sind. 13 von 34. Kann ich hier schon was machen? Fähigkeiten. Also das ist so eine Art Stealth-Angriff. Ach so, hier oben sind die Punkte. Okay, 0. Alles klar. Wir haben 13 Abilities freigeschaltet, aber wir können sie noch nicht aktivieren. Okay. Nach dem Tutorial geht das. Ach so. Ja gut, dann mache ich erstmal weiter. Aber ja, ihr wisst, wie ich bin, ne? Ich gucke mir so Welten immer an. Mache selten das, was die Hauptquest verlangt, weil ich einfach Spaß daran habe, das alles zu erkunden und so ein paar Secrets und Aufgaben zu finden. Aber ist dann natürlich doof, wenn man das erst nach einem Tutorial machen kann. Verstehe ich aber auch aus Entwicklersicht. Von daher, in Ordnung, kümmern wir uns um die Brücke. Die war hier irgendwo. Was würdet ihr von Skilltrees in Breath of the Wild 2 halten? Würde ich extrem fühlen. Ja, mit den Pilzen. Schattenspiegel, danke dir für die Mitgliedschaft. Und Fabian Romanus, auch an dich. Vielen, vielen Dank fürs Aktivieren der Mitgliedschaft. So, mit dem Sprint kommen wir hier rüber. So. Nice. Ich werde dir helfen. Halt durch. Ach, das ist der Typ von vorhin, oder? Oh Götter, wenn doch nur Ligyron hier wäre. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartarus mit Geschichten einschläfern? BOTW auf Wish bestellt? Ja, wenn du das so siehst. Ich empfinde es nicht so. Ja. Was war das denn mal? War das so eine Art... Also so eine Art Kolosseum? Und was macht ihr hier? Können die sich sogar selber verletzen? Ist ja mal cool. Wie man sieht, ist auch ein Ausweichkonter. Eine Zeitlupe. Das ist mir gerade gelungen. Voll. Aber was genau ist das jetzt? Soll ich rein in den Lichtstrahl? What the hell? Charons Münzen. Ach!
Da sind sie ja. Das sind die Punkte für den Skilltree. Mit Charons Zeichen. Okay. Die hat Typhon auch geklaut. Charon spart doch für eine Brücke. Ja, nice. Finde das Spiel gut, vielleicht wird es ja ein LP. Naja, dazu ist es viel zu umfangreich, aber wir werden es auf Twitch streamen. Wenn mein Internet wieder läuft. Wobei, es scheint da ja jetzt zumindest zu gehen. Auf Twitch braucht man noch weniger Bitrate. Und auf die Frage zu antworten, was mit den... falscher Button. Streams zu Spider-Man und Demon's Souls ist, das kommt, sobald das Internet wieder stabil ist. Weil ich möchte da eigentlich keine Lags, das sollen geile, schöne, smooth Streams werden. Ohne Beeinträchtigung. Aber momentan ist es nicht klar, wann das soweit sein wird. Ich würde sagen, wir aktivieren das hier gleich mal, oder? Geht nicht? Wieso nicht? Ach, oder hat man das von Anfang an? Ach so, ja gut, okay. Doppelsprung verbraucht einen Ausdauerfeld bei einem zweiten Sprung, verbraucht die Macht der Schwingen, dass die... also wir haben, ja gut, noch einen weiteren Sprung. Aber das ist ja auch schon aktiviert. Kann ich noch keine Skills aktivieren, trotz der Punkte? Das kann doch nicht sein, oder? Hier steht doch sogar ein Plus. Sind aber alle gesperrt. Okay. Dann warten wir einfach mal, bis das Spiel das vielleicht aktiv ansagt. Oder ihr macht jetzt eine Ansage im Chat. Das geht natürlich auch. Aber ich denke mal, es wird genauso sein wie vorher. Ich soll mich um die Hauptquest kümmern. Okay, dann schauen wir doch mal hier rauf. Sally, vielen Dank für die doppelten Donis. Aber hast du nicht gestern gesagt, das war jetzt das Ende für diesen Monat, wegen Weihnachten? Okay, ich habe gerade die Nachricht gelesen. Vielen, vielen Dank dafür, aber bitte kenn dein Limit. Du weißt, ich mache mir sonst Sorgen. Ich will das nicht. 1000 Likes geknackt. Danke an jeden Liker. Das geht alles erst nach dem Prolog. Ah, okay. Hier habt ihr eure Stadt. Leider zerstört. Mit Hühnern. Werde ich auch zerfetzt, wenn ich dich hier besiege? So als Easter Egg. Wäre ein ziemlich geiles Zelda Easter Egg, aber die greift mich ja jetzt schon an, vorher schon. Wobei, du bist am Flüchten, ne? Na, warte. Heute gibt's Fried Chicken! Das neue Spider-Man ist richtig gut. Ja, ich weiß, ich hab da auch voll Bock drauf, aber konnte ja keiner ahnen, dass mein Upload zerstört wird. Aus unerfindlichen Gründen. Wenn ihr wissen wollt, was los ist, dann guckt am besten den letzten Sackboy Big Adventure Stream. Da habe ich das groß erklärt. Oh, da hinten ist ein Bär. Ich brauche dringend einen Bogen. Weil ich traue mich jetzt ehrlich gesagt so im 1 gegen 1 nicht wirklich gegen ihn zu kämpfen. Und mit einem Bogen würde ich da schon mehr fühlen. Cooles Spiel. Freut mich, dass es dir gefällt. Dann ist so neue Reckenfähigkeiten krass. Nee, es würde eigentlich keinen Sinn machen. Von daher, nee, eigentlich nicht. Aber andere Fähigkeiten, eben über einen Skilltree, fände ich sehr sinnvoll. In Breath of the Wild 2. Soll angeblich nächstes Jahr kommen, aber wer weiß. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, merke ich. War hier oben schon nicht falsch. Hätte aber, glaube ich, hier rüber gemusst.
Nee, doch nicht. Aha. Eine Gorgone? Die gibt's wirklich? Was schimmert da so? Vielleicht könnte ich mich anschleichen. Ob das funktioniert? Wie gut findest du das neue Hyrule Warriors wirklich? Also nicht aus der Fanboy-Sicht. Also ich bin sowieso kein Fanboy, das sollte aber jeder wissen. Ich kritisiere sehr viel. Aber ich mag's. Vor allem mag ich es deutlich mehr als das erste Hyrule Warriors. Über die Performance müssen wir nicht sprechen, die ist schlecht. Aber Story finde ich bis jetzt, ich bin noch nicht durch, sehr gut. Diese Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phönix. Durch pures Glück. Halt! Ihr da! Kämpft mit jemandem, der bewaffnet ist! Nach dem glorreichen Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das. Naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend, aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Bei den Göttern, ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen? Bei Hades, heiraten doch ihr zwei. Als ob. Okay, wir können endlich die Felsen heben, aber es ist nicht so einfach. Kann man die Gegner nicht irgendwie anvisieren? Zumindest jetzt noch nicht. Ach, Mann. Aber gut, ein paar kleinere Steine liegen ja hier noch rum. Wo sind denn die? Wobei selbst das kein Treffer war. Okay, der war nice. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, weil das ist so ein enormer Zeitaufwand. Und wir sind zu viert. So, Ausweichkonter, gib ihn. Der Dicke ist der Stärkste, also werde ich mich auf ihn konzentrieren. Schön. Kann der nicht auch explodieren? War da nicht was? Er ist betäubt. Mach ihn kalt! Okay. Alter, wie weit die immer weggeschleudert werden, ne? Aua! Jetzt zuschlagen. Ausweichen. Ja, perfekt. Okay, das muss es sein. Unser Sieg! Easy. Dann haben wir ja jetzt schon die erste Spezialfähigkeit. Und drück mal da vorne, der Felsen, der sieht aus wie eine Schildkröte. Ziemlich cool. Ich glaube, den kletter ich mal rauf, da glitzert auch was oben. Löwe. Ja, stimmt, die Armschienen haben so ein Löwendesign. Fand ich sehr hübsch. Blubbert hier was im Wasser? Wie vorhin? Nein? Oh, sieht aber schön aus hier mit der Sonne. I like that. Gozu Yoshi, danke für 5 Münzen.
erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit dem Leuten, als du sagtest, WTF, das sieht ja aus wie Ganon? Ja, na klar. Legendäre Szene. Werde ich nie vergessen. Oh, was haben wir denn da? Ist das ein Rätsel? Das sieht eindeutig nach einem Rätsel aus. Ich würde aber erstmal vorschlagen, wir klettern drauf. Alter, was eine mega Musik. Ja, die Musik ist auch ein Pluspunkt. Schon im Titlescreen merkt man das. Finde ich. Die ist schon echt gut. Goldbernstein, Granatapfel und blaue Pilze. Okay. Ich weiß nicht, ob auch was unter den Steinen sein kann. Wirkt aber nicht so. So, das war jetzt aber nicht das, was geglitzert hat. Sondern der Felsen dort oben. Ist das Gold? Spielt doch mir auf der Switch. Nein, Google Stadia. Über den PC. Eine Möglichkeit, Spiele zu spielen, ohne einen heftigen PC haben zu müssen. Ich habe einen, aber ich zeige jetzt trotzdem, dass das hier sehr gut funktioniert. Oder ist euch schon mal ein Lag aufgefallen? Also zumindest... Gut, jetzt haben wir gerade einen. Das liegt aber an meinem Upload, wie gesagt, an Vodafone. Ich kann sagen, das Spiel über Stadia hat noch kein einziges Mal geleckt. Also es wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Ah, da glitzert, beziehungsweise blubbert was. Man sieht schon, man braucht da zwei Steine. Vielleicht findet man den zweiten hier unten irgendwo. Ne, ist eine Truhe. Oha, das Tauchen kostet aber auch Ausdauer. Aufpassen. Welcher Zelda-Teil ist das? Guter Scherz. Oh, selbst das Schwimmen kostet Ausdauer. Scheiße, Mann. Oha, fast ersoffen. Wow, das ist ja super gefährlich. Ich versuche jetzt trotzdem noch da reinzukommen. Ja, ist das Spiel. Immortals Phoenix Rising. Steht aber auch im Titel. So. Vielleicht geht das ja, wenn wir uns da beide draufstellen. Komme ich dann rein? Ach nein, hier ist der zweite Stein. Jetzt sehe ich es gerade. Ah, ja. Und bitte sagt mir jetzt nicht, ich kann diese Nebenmissionen nicht machen. So von wegen, ja, du musst erst das Tutorial abschließen. Oh, komm. Dann eben so. Bin neu im Stream. Kein Problem, willkommen. Wenn er in dieses Loch gestürzt ist, ich rette dich! Versprochen. Das ist ja sogar die nächste Hauptmission hier. Ja dann. Perfekt. Zweiter Dungeon erwartet uns. Machen wir. Mark Hasselbart, danke für die Mitgliedschaft und der Hoppel. Auch danke an dich. Also verstehe ich das richtig? Statt zum Tempel des Apollon zu gehen und mit dem Orakel zu sprechen, jagt Phoenix diesem Fremden hinterher? Phoenix war ein herzensguter Mensch und wollte diesem mysteriösen Fremden helfen. Doch er verlor nie die Tatsache aus den Augen, dass er dem Tempel des Apollon immer näher kam. Und damit auch eine Heilung für diesen furchtbaren Fluch, der seinen Bruder und die Soldaten heimgesucht hatte. Oh, erinnere mich, meine eigenen Fehler zu relativieren. Zeus, der ein herzensguter Mann war, brachte seine erste Frau dazu, sich in eine Fliege zu verwandeln und aß sie dann auf. Was? Deshalb meldet sich Metis nicht mehr? Ich dachte, sie besucht ihre Schwester in Babylon. Ups. Wer befiehlt seiner Frau, zur Fliege zu werden, um sie dann zu fressen? The fuck? Freaky shit. Gibt es Crocs? Nein, zum Glück nicht. Sonst würde ich das wahrscheinlich auch nicht spielen. Crocs gibt's keine. Nein, nein. Hä? Okay, die Kiste muss weg. Kann ich die zerstören? What? Ach, die reagiert auch darauf, obwohl die aus Holz ist? Ach so. Ja gut. Das war mir jetzt nicht ganz klar. Nein! Das Ding setzt man so zurück. Nee, das wollen wir nicht.
Was ich halt schon mal cool finde, ist, dass die Schreine hier in diesem Spiel deutlich umfangreicher und auch herausfordernder sind als in Breath of the Wild, weil es ist ein mega Spiel, aber die Schreine waren immer ein Minuspunkt für mich. Das sieht hier anders aus. Ich glaube, ich kenne den Schrein sogar schon aus einer Demo. Also zumindest Teile davon kommen mir sehr bekannt vor. Aus der allerersten Demo, die ich gespielt habe. Das war, glaube ich, im September oder so. Aber stellt euch vor, die führen jetzt noch irgendwas Ähnliches wie Crocs ein. Dann wird das abgebrochen hier. Okay, der hat gesessen. Muss aber noch irgendwo ein Stein sein. Komisches Magnetmodul. Das stimmt allerdings. Dass das auch Holzkisten anziehen kann, hat mich gerade auch sehr gewundert. Aber gut. Gut zu wissen. Dann ist es vielleicht kein Magnet, sondern einfach eine andere Art Magie. Ach, guck mal, hier ist doch noch ein zweiter Schalter. Alles klar. Boah, das war knapp. So, wie soll ich das jetzt machen? Sag mir bitte nicht, ich muss diesen Stein da erstmal auf die mittlere Ebene werfen. Nee, oder? Das geht ja gar nicht. Das erinnert mich jetzt aber an meine ersten Versuche mit Breath of the Wild und diesen Crocs, die man in so Steinkreisen im Wasser mit einem Steinwurf spawnen lassen musste. Genau so fühlt sich das gerade für mich an. Warum zum Geier steht oben links eigentlich nimm den Bogen? Oder bekommt man hier den Bogen? Weil ich verstehe es jetzt gerade so wie verwende den Bogen, aber ich habe doch keinen. So, muss ich jetzt wirklich? Kann ich springen? Nein, ich kann mit dem Ding nicht springen. Hey, das kann doch nicht sein, Alter. Vorhin konnte man zielen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Hä, vorhin ging das doch. Jetzt geht's auch wieder. Aber vorhin wurde mir nichts angezeigt. Wieso denn nicht? Vielleicht stelle ich mich einfach zu dumm an. Also, wahrscheinlich ist es auch so. Ich reiße mal zusammen jetzt. Also, hier wird mir auf jeden Fall so eine Wurfkraft angezeigt. Aber drüben war es bislang nicht der Fall. Don't know why. Nächster Versuch. Er hat hier gedrückt halt. Nee, mach ich ja, mach ich ja. Ich bin nicht dumm. Ich weiß. Ah, ich glaube, mein Fehler war... Scheiße, ich bin so ein Honk. Mein Fehler ist, ich darf LT nicht gedrückt halten. Nee, LB, LB. Das nur einmal drücken, um die Ability zu nutzen. In Kombo mit Y. Ja, und jetzt RT wahrscheinlich. Okay. Ich habe beide Knöpfe gedrückt, das war das Ding. Uff. Ja. Passiert. Weiter. Oh, ich glaube, da ist das der Bogen. Zeichen von Ithaka. Odysseus. Yes. Große Macht erfordert mehr als nur gute Beinarbeit, Menschlein. Hast du genug Selbstkontrolle? Wer bist du? Komm und zeig dich! Apollons Pfeile. Da gibt es jetzt auch einen Spezialpfeil, den kann man steuern. Ich weiß nicht, hat man den von Anfang an? Ich kenne den halt aus den Demos. Ah,
Damit gibt es später auch richtig böse Challenges. Oha. Wir werden aber auch hier nicht verschont. Erster Treffer. Zwei der Ziele schienen leicht zu treffen. Das dritte jedoch verlangte nach dem Können eines wahren Meisterschützen. Vergiss es! Die Kinder heutzutage spielen mit Muscheln, flitschen Steine, starren Bilder an. Die sind alle hyperaktiv. Sagt der Gott, der glaubt, eine Woche sei eine langfristige Beziehung. Ist es doch, oder? Also kann ruhiger. Vielleicht überlebst du ja sogar, Menschlein. Eine Woche Beziehung ist doch schon voll lang für 2020. So, das war der Pfeil, den ich meinte. Den kriegt man doch schon sofort. Oha. Na gut. Es gibt später echt so Aufgaben, dass du über eine gewisse Distanz immer durch so Ringe fliegen musst mit dem Pfeil und du darfst es nicht verkacken, also darfst keinen übersehen und hast auch noch ein Zeitlimit. Das ist super ätzend. Aber gefällt mir echt gut, das ist ein cooler Schrein. Es wird immer besser. Am Anfang noch BOTW of Wish, aber dann wird's sehr cool und eigenständig. Wir haben's geschafft! Geil. Und noch mehr Ausdauer. Bewaffnet mit der Beweglichkeit des Achilleus, der Schnelligkeit von Atalanta, dem Verstand von Odysseus und der Kraft des Herakles war Phoenix bereit, sich allem zu stellen, was das Schicksal für ihn geplant hatte. Das war's? Das ist alles, was für ihn spricht? Tö, na viel Glück! Ich bin fast beim Orakel. Der Wunsch, seine Kameraden und seinen Bruder zu retten, trieb Phoenix voran. Zu einfach. Ja, nice. Jetzt sind wir schon mal ein Beta-Held. Findest du das Game besser als BOTW? Nein, das natürlich nicht. Es lässt sich auch nicht hundertprozentig vergleichen. Aber ich finde, aus meiner Sicht, es ist das, was da am nächsten rankommt und mir auch am nächsten Spaß macht, wenn ich an BOTW zurückdenke. Deswegen bin ich da auch schon von Anfang an mit am Start, seit das Spiel angekündigt wurde. Phoenix sah, dass Typhonscherben den Fremden in die Ecke gedrängt hatten. Es gab kein Entkommen. Seine bisher größte Schlacht stand bevor. Oh, ich hoffe, der Fremde stirbt. Unsere größte Schlacht, habt ihr gehört? Okay. Dann trennen wir sie erstmal ein bisschen voneinander, bearbeiten die mit den Schilden. Das sind den Bogen, so gut es geht. Ah, ich sollte mich halt nicht abbrennen lassen währenddessen. Aber der Dicke mischt sich jetzt ein. Belastend. Oh, guck mal, hier ist ein richtig nicer Felsen. Nein, ich meine den anderen! Als ob er sich da den Kleinen nimmt. Vor allem, warum haut er den immer in den Boden und nicht auf die Gegner? Angreifen mit dieser Fähigkeit muss ich auf jeden Fall noch üben. Nee, Y lässt das auch einfach nur fallen. Also es war schon richtig mit RT, ne? Okay, das hat zumindest gesessen bei dem Schild. Ah, schlecht. Vorsicht, Feuerattacke. Ha!
Gibt auch Kombo-Schaden. Ich weiß jetzt nur nicht genau, was für Moves wir schon drauf haben und wie wir sie ausführen können. Aber es gibt auf jeden Fall die ein oder andere Kombo in dem Game. Yes. Am wichtigsten ist aber natürlich der Ausweichkonter. Wenn jetzt auf bestes gesehen hat. Oh, er liegt am Boden, er liegt am Boden. Okay, geil. Beide gebrochen. Sieg. Es ist vorbei. Du kannst rauskommen. Nein, danke. Kein Interesse. Sei ganz unbesorgt. Wenn ich dich verletzen wollte, könnte ich auch einfach zu dir rüberkommen und dich dort abstechen. Wohl wahr. Gut, dann wage ich es. Phoenix. Interessanter Name. Danke für die Hilfe, Phoenix. Schicke Armschienen. Danke. Ich bin auf dem Weg zum Tempel des Apollon, um das Orakel aufzusuchen. Ich auch. Ist gleich da drüben. Oh, toll. Ich kann jede Hilfe gut gebrauchen. Wir sollten zusammen... Hey, wo bist du hin? Meine Armschienen! Dieser kleine Dieb! Ich hab dich gerettet! Schon. Was ein Kick! Ich weiß, wie du dich fühlst. Man tut einfach alles für sie und dann verraten sie einen. Ja, so in etwa ist das. Warte, ich mach noch ein bisschen leiser gerade. Ist halt schon richtig ehrenlos, dass er uns das jetzt geklaut hat, ey. Ah, so Metallkisten kann man nicht verschieben, außer... Ne, das geht auch nicht. Achso, ich kann diese Abilities ohne die Dinger gar nicht verwenden. Ach, jetzt? Ah, das... Oh, okay. Was soll denn das? Wer baut denn so einen Eingang? Ein Zirkusartist? Ein Magier? Keine Ahnung. Sind die Sterblichen nicht entzückend? Feuerpfeil auch nicht? Wieso das? Hier steht gesperrt. Aber es kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Lol. Ah ja! Wie auch immer. Jetzt geht's. KevLP, danke für die Mitgliedschaft. Oh. Komm näher. Tritt in das Licht. Die Mysterien, die ich zu bieten habe, sind so unzählbar wie die Sandkörner, die die Erde bedecken. Wie lautet deine Frage? O weises Orakel, wie mache ich den Fluch rückgängig, der alle in Stein verwandelt hat? Puh, also das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Na gut, dann wie bekomme ich meine Armschienen zurück? Ah, ein weiteres Mysterium. Ja, deshalb komme ich zu dir, dem Orakel. Ah ja, nun, was das angeht. Ich bin nur der Priester. Das Orakel wurde zu Stein verwandelt. Aber dieser Rauch hier ist ziemlich speziell. Glaubst du, der Sand heißt Sand, weil er zwischen der See und dem Land liegt? Hast du einen kleinen Kerl mit goldenem Haar gesehen? Nein? Dann gehe ich jetzt. Was ist denn? Du hast gesagt, du gehst, aber du bist immer noch da. Mein Bruder wurde in Stein verwandelt und ich kann ihn nicht retten. Der eine, dem ich helfen wollte, hat mich beklaut. Und alles, was du kannst, ist lachen. Boah, das ist alles wahr.
Bist du das Orakel? Könntest du mir auf dem Weg etwas mitbringen? Ich verhungere! Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Zum Sieg führt ein gekrönter Berg in lockiger Flut. Dem Untier dürstet es nach den göttlichen Makeln. Heldenmut reißt sie dem Biest aus den Tentakeln. Der geflügelte Bote hilft, auf in die Schlacht, auf das bald jeder aus der Verwandlung erwacht. Perle der Sturmsee, Schmiedefeuer entflammt, weißes Kind überzeugt, Feder leichter verstummt. Ältestes Kind der Thetis, den Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Das nenne ich mal eine Prophezeiung. Was denn? Ist es nicht seltsam, dass es auch Weissagung heißt und ich gar nicht weiß, was ich sagte? Halt! Dieb! Nimm deine Armschienen zurück. Wo du hingehst, wirst du sie brauchen. Komm mit mir. Nein! Gut, es tut mir leid, dass ich dich beklaut habe. Manchmal kann ich nicht anders. Das ist ein Problem. Also, wieder gut? Nicht mal ansatzweise. Ich brauchte eine Gabe für das Orakel. Ich dachte, du wärst ein Niemand und mochte deine Nase nicht. Aber das liegt jetzt hinter uns. Wir müssen los. Meine Nase? Ja eben, wenn dann der Bart, oder? Wir haben nicht viel Zeit. Er wird bald hier sein. Wer? Ich habe genau das Richtige, um dich zur Hauptinsel zu bringen. Wo sind diese Flügel? Diese? Wer ist hier der Dieb, hm? Guck nicht so suffisant. Sie würden ohnehin noch nicht fliegen. Du musst das fehlende Teil finden. Was meinst du mit fliegen? Konzentrier dich. Danach brauchen wir auch noch einen Krug von Aiolos. Ist der da drin? Ich beginne mit den Vorbereitungen. Wir treffen uns am Observatorium, wenn du den Krug hast. Ich verstehe nicht. Du schwebst in großer Gefahr. Lass mich dir helfen. Ja, schön. Aber du hattest gesagt, dass... Und weg ist er. Na gut, ich muss mir etwas einfallen lassen, um da durchzukommen. Verrückte Story-Entwicklung. Aber gut. Danke dir, Ray Dragon. Und Konsti Ensel ist Mitglied geworden. Willkommen. Brick Lebowski lässt eine Münze da. Speedfire Cloud eine Münze. Und DomDom 10 über den Superchat mit Sticker. Sehr schön zu sehen. Nikilias lässt drei Münzen da. Spielen wir wieder Splatoon 1. Warum? Nein. Und Lola Lee. Wann kommt Luigi's Mansion 2 Reloaded? Dann, wenn's kommt. Warum soll ich das jetzt mitnehmen? Am Ende werde ich genauso bekifft wie er. Lass mal das mal lieber. Alter. Also der hat ja da mehr Rauch im Zimmer als Kareth Ritter, du. Das geht ja gar nicht, ey. Kann ich da jetzt eigentlich rein? Nö. Wie groß ist die Map? Ziemlich. Ich weiß nicht, ob man die schon ganz sehen kann. Boah. Schon einigermaßen, ne? Sind wir jetzt eigentlich mit dem Tutorial durch? Also kann ich jetzt machen, was ich will? Neuer Trend oder was mit Breath of the Wild? Des Observatoriums konnte Phoenix die Armillarsphäre sehen. Armillaris Sphari, was? Sie zeigt den Orbit der Planeten und...
Ach, weißt du was? Vergiss es. Man kann schon sagen, dass da ein Trend erkennbar ist, ja. Viele Games versuchen momentan den Hype von Zelda BOTW aufzugreifen und selbst umzusetzen. Aber war ja auch absehbar bei dem Erfolg. Solange es keine 1:1 Billigkopie ist, habe ich da ehrlich gesagt auch nichts gegen. Aber diese fliegenden Gegner sind so ein Schmutz. Oh, schön. Als ob da jetzt noch ein dritter dazukommt. Ich dachte, er kommt angeflogen. Ich würde ihn halt gerne wieder auskontern. Aber wenn er nicht mag, dann komme ich zu ihm. Oh, schöne Kombination. Sah cool aus. Und killt ihn. Du kannst jetzt den Stein bewegen. Was? Ich dachte, dafür bräuchte ich das Magnetmodul. Okay, warte, aber hier ist ja auch noch irgendwas, oder? Oder muss ich zurück? Die Wand ist Konkurrenz brüchig. Belebt das Geschäft, ja, ob in der Tat. Ob es einen Weg gibt, sie zu versprechen? Aha. Was ist das denn? Sieht aus wie so eine Galaxienkugel. Kriege ich da aber nicht raus. Ich muss erst diesen Stein bewegen. Ach, der lässt sich reindrücken. Aha. Okay, und was mache ich jetzt damit? Aufheben. Wo muss das denn hin? Als Phönix seine Reise fortsetzte, fragte er sich, ob die Sterne eines Tages auch seine Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? Dann muss ich das hier wohl lösen, um an das fehlende Flügelstück zu kommen. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Beere. Alles in allem ein guter Abend. Hm? Okay, also wir brauchen mehrere Kugeln. Warum zum Teufel das jetzt allerdings kurz blockiert war, weiß ich nicht. Es hatte mit dem Schalter zu tun, ne? Wieso kann ich denn da nicht durch, wenn ich den Schalter aktiviere? Wofür ist denn der sonst? Und ich muss Michael Schmidt recht geben mit dem, was er gesagt hat. Das ist genau das, was ich auch denke. Also bevor ich wieder zum alten Mann zurückgehe und schaue, ob ich den Stein verschieben kann, würde ich echt gerne erstmal hier dieses Rätsel mit den Kugeln lösen. Das sieht nämlich auch ziemlich cool aus. Aber es wird etwas länger dauern. Vielleicht hatte dieser Schalter ja gar nichts damit zu tun. Obwohl doch. Naja, doch. Das hintere Tor öffnet sich. Ja gut, aber was überlege ich hier eigentlich so lang? Eigentlich ist die Sache doch glasklar. Aktivieren, dann hier drüber und yalla. Also, ja, muss man sich jetzt nicht so lange mit aufhalten, ne? Hier gibt's sogar zwei. Muss die jetzt da drin bleiben? Hä, aber wie hole ich die denn dann raus? Achso, Moment, was ist das? Nein, nicht zu machen! Offen lassen. Ich glaube, ich komme aber an beide ran. Ich bin wieder da, aber ohne BH. Ach, kein Problem, schick ein Bild, Spaß, Kappi.
Da ist eine brüchige Wand. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber werde ich gleich überprüfen. Warte, erstmal den hier in Sicherheit bringen. Nice. Und jetzt? Weil ich dachte gerade, das hier bleibt ja offen. Es hindert mich ja nichts daran, einfach mit dem Ding rauszuspazieren, oder? Ja, eben. Lol. Muss gar keine brüchige Wand zerstören. Ich habe auch keine gesehen. Egal. Hier rein. So, und jetzt fehlt noch eine. Oh, es wird gerade Nacht. Ah, ich glaube, wir müssen hier wieder... Ja, ja, ja. Feuerpfeile schießen. Alles klar. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sogar mit der Spezialtechnik. Warte. Wie geht das nochmal? So geht's. Mhm. Kriegen wir hin. Mike Playstando, danke für 5 Münzen. Bis spätestens Dienstag kommt der Betrug-Hoodie mit der Autogrammkarte. Bin richtig hyped. Danke dir fürs Mitmachen bei der Aktion. Und freut mich, dass das geklappt hat. Weil die waren ja limitiert. Aber ich glaube, fast jeder, der im Aktionszeitraum bestellt hat, bekommt auch eine. So, es sitzt. Dann gib mir meine neuen Flügel. Moment. Achso, ich bekomme beides. Ich dachte schon. Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen, möge ich dich wiedersehen. Ikaros. Das sind die Schwingen des Daedalus. Er muss doch alles hier erbaut haben. Die Tempel und so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so seinen Sohn zu verlieren. Was? Ich habe Ikaros nicht getötet, sondern Daedalus' Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalus jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Das war auch in der Demo. Nee, das war ein anderes Kugelrätsel in der Demo. Oder ich hab's verpasst. Ja, der Gewinner ist schon ermittelt, Jens. Gestern. So, ich überprüfe kurz, ob das hier jetzt geht. Tatsächlich. Ah ja, okay. Dann danke für den Hinweis. Machen wir das auch noch schnell. Im Channel steht ja Zelda 1,5. Wie ist das gemeint? Ja, das siehst du, wenn du hier zuguckst. Der labyrinthartige Pfad vor ihm schien beängstigend. Doch das Licht der Sterne wies Phoenix den Weg. Ah, da braucht man mehr Gewicht. Deswegen 2 Steine. Okay. Sag mal, sind die neuen Flügel eigentlich automatisch ausgerüstet oder muss ich tauschen? Achso, das war einfach ein Upgrade. Alles klar. Weil später bekommt man dann auch andere Styles und so, ne? Verschiedene Flügel, verschiedene Waffen. Jetzt wissen wir, wo Kisten hingehen, um zu sterben. Oh, das reicht nicht. Ja, ja, okay. Verstehe. Die wiegt logischerweise weniger als die. Alles klar. So. Das ist also eher ein IQ-Test hier, oder? Ob ich den bis zum Ende bestehe? Oh, wobei... Jetzt gibt's auch Gegner! Und wir können endlich Gegner anvisieren.
Und sie können sich wirklich gegenseitig schaden. Das finde ich nice. Aha, du meinst wohl, ich habe dich nicht bemerkt, ne? Falsch gedacht. Oh. Der war gut. Ah, ich will den Ausweichkonter haben. Klappt gerade nicht. Down. Der zweite auch gleich. Easy. Als die meisten Menschen. Keine Sorge. Bald werde ich dich begrüßen. Ich hoffe, wir bekommen auch bald den ersten Spezialangriff. Weil dann werden die Kämpfe so richtig interessant. Was ist das denn? Ach, eine Heilung. Brauche ich aber nicht. Ich bin tatsächlich komplett voll. Das finde ich halt auch richtig gut, dass das so eine gewisse Abwechslung bietet. Ja, also nicht nur Rätsel, sondern zwischendurch auch mal ein paar Kämpfe. Dadurch wirkt es einfach viel, viel dynamischer. Muss ich da rüberspringen oder was? Wie viel FPS hast du? Ich habe hier keine Anzeige, aber ich habe nicht das Gefühl, dass welche droppen. Wenn, dann nur der Stream, so wie jetzt gerade. Danke Vodafone. Grüße gehen raus. Aber es ist nur mein Upload betroffen, deswegen bemerke ich davon selber nichts. Du brauchst ja einen Download zum Spielen. Und der ist bei mir stabil bei 900. Und ich brauche für Stadia vielleicht, weiß ich nicht, 20? Das lässt mir jetzt keine Ruhe, diese Truhe. Ich glaube schon, dass ich da hin muss. Wird noch ein Bumerang kommen. Weiß es gar nicht, aber wir haben so eine Parierfähigkeit, ähnlich wie, LOL. Ähnlich wie aus Smash Bros. Mit, Pit. Soll das so gemacht werden? Wenn, dann ist das ja geistesgestört. Ich habe gerade abonniert. Na dann, vielen Dank und viel Spaß mit weiteren Videos und Streams hier. Okay, das ist reiner Bonus. Oh, lohnt sich aber. Ein Helm ist da dabei. Ich drücke immer den falschen Button. Gleich mal anziehen. Kann man auch unsichtbar machen übrigens. Also dann ist er trotzdem aktiv. Und man bekommt seine Attribute, aber er ist dann nicht sichtbar. Kann man machen, wie man will. Genau wie in Assassin's Creed. Sonst war da nichts dabei, oder? Ich habe zu früh gedrückt. Nee. Ah, gut, dass es dann nochmal angezeigt wird. Für die Ungeduldigen wie mich. Alles klar. Ja, schön. Komme ich auch lebend zurück? Oh, tatsächlich. Ja, das Spiel ist echt sehr abwechslungsreich. Das finde ich besser, als wenn man sich nur auf Kämpfe oder nur auf Rätsel konzentriert. Das kann man gerne auch machen, aber ich würde es fühlen, wenn die variablen Schreine so die Norm sind. Das ist eigentlich aus Valhalla geworden. Habe ich ein oder zweimal noch auf Twitch gestreamt, muss aber sagen, dass es mich dann im Endeffekt nicht so gepackt hat und dann haben auch die Upload-Probleme angefangen. Oh, und Hyrule Warriors kam raus. Da musste ich mich dann automatisch mehr auf YouTube konzentrieren. Ja, und jetzt bin ich halt noch am gucken, wie ich das Problem löse. Als jemand, dessen Aufgabe das nicht ist, sondern die des Anbieters.
Aber ich sag mal so, ich habe mich schon mit einem anderen Anbieter zusammengeschlossen. Und vielleicht finden wir eine Übergangslösung. Und im neuen Jahr wird auch etwas passieren. Aber ich will jetzt noch nicht darüber sprechen, weil da noch nichts sicher ist. Diese lila Punkte, die zeigen einem immer Point of Interest, kann das sein? Also wo du auch wirklich was erledigen musst. Ey, was war das? Ah, okay. Auch diese Kugeln erinnern mich total an den ein oder anderen BOTW-Schrein. Und wie findest du Stadia? Also ich habe überhaupt keine Probleme. Persönlich brauche ich es nicht, weil ich ja einen heftigen PC habe. Aber es geht hier ja auch mehr darum zu zeigen, dass es richtig gut funktioniert. Und ich, ja, kann nicht klagen. Ach, den kann ich jetzt so steuern, ja? Bei der anderen Kugel ging das nämlich nicht. Das ist gar nicht so leicht. So, auf die andere Seite. Und dann haben wir auch das. Cool. Aber die Tür da oben, die deutet an, dass wir noch nicht durch sind und womöglich gleich Stress bekommen. Dann noch ein Miniboss? Als Phönix durch die Unterwelt streifte, kreisten seine Gedanken um seine Eltern. Waren sie sicher in Argos? Waren sie auch versteinert worden? Phönix verspürte das starke Bedürfnis. Plötzlich ein Riesenmonster. Es war gigantopisch, doch Phönix lachte. Komm zu Papa Klein! Nein! Du willst also tanzen, ja? Oh, bist du süß! Das süße kleine Monster war ganz verspielt. Genau, was Phönix brauchte, um sich von seinen Sorgen abzulenken. Es war ein Geschenk des Olymp, das er für immer in sein verletzliches und doch immer größer werdendes Herz schließen wird. Na gut, wie du willst. Aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Phönix war bereit, sich dem Monster zu stellen. Es griff an. Ein Hinox! Abgewehrt. Gerade noch so. Aber wir haben auch gerade gelesen, rot leuchtende Angriffe des Gegners können nicht pariert werden. Okay. Also Bescheid. Das war ein solcher roter Angriff. Das auch. Ich muss aber sagen, ich hätte gedacht, dass meine Pfeile etwas mehr Damage machen. Wahrscheinlich nur Headshots, ne? In sein einzelnes Auge. Oh, was? Egal, wir bleiben cool. Du bist doch kein Gegner. Versuch mal ein bisschen mit ihm zu spielen. Alter. Du hast gesessen, 190 Schaden, ist richtig gut. Oh, er taumelt. Jetzt gib's ihm. Jo. Oha. Ja, moin. Ausweichkonter. Jetzt wird er richtig zersäbelt. Okay, die Attacke kann man nicht abbrechen. Ich wollte nämlich flüchten, das geht aber nicht mehr. Wenn man da in der Kurve steckt. Selbst die kleinen Steine machen 100 Schaden. Also die sind sehr, sehr wichtig für den Kampf. Oh, er kann die aber auch mit seinem Fuß zurückschleudern. Wir haben so vieles zu bereden.
Wer oder was du auch bist, du machst mir keine Angst. Damit wäre der Hinox down. Er erinnerte mich an den Feuer-Hinox. Bei so Zyklopen und so ein Zeug, kommt das nicht sogar aus der griechischen Mythologie? Bin ich ganz sicher. Moment. Als der Dieb Aiolos Krug sagte, dachte ich an einen Krug mit dem Gott der Winde darauf und nicht seinem Wind darin. Wie soll denn Wind in ein so kleines Gefäß passen? Das ist unmöglich. Werden wir jetzt zum Wind Waker? Es ist so witzig, diese Vergleiche auf die Schippe zu nehmen. Ja, Zyklopen kommen beispielsweise bei Odysseus vor. Ah, siehst du? Da hat also Zelda von Phoenix Rising geklaut. Nein, Spaß. Dieser Bart killt mich einfach. Als ob das so schlimm ist. Ich mag den, einfach weil er ein bisschen Kontrast noch reinbringt. Wenn der jetzt auch noch schwarz wäre, dann wäre das irgendwie blöd. Gut, wir haben da vorne noch eine Hauptmission. Finde den Fremden auf dem Observatorium, alles klar. Lenny Thor. Lel. 1500 Likes geschafft. Vielen Dank für den Support. Sind auch tatsächlich ein bisschen mehr Zuschauer gewesen, als ich jetzt gedacht habe, weil das Streaming ist eigentlich nachmittags immer so suboptimal, aber wegen meiner Vodafone-Freunde blieb mir ja nichts anderes übrig. Soll ich da raufklettern? Ja gut. Genügend blaue Pilze gibt's. Ach nein! Nehmen wir stattdessen doch einfach mal die Treppe. Wie wär's damit? Nee, der Bart ist nicht so schlimm. Dann siehst du. Der Bart unterstreicht seine Individualität. Finde ich auch. Extra vor dem Abenteuer hat er ihn noch gefärbt. Was? Achso, es geht nur mit einem starken Angriff auf. Okay. Das sieht krass aus. Er erinnert mich total an Paper Mario 2 Finale. Ist wieder eine Fackel. Kann ich die von hier aus anzünden? Das dachte ich mir schon, das geht nämlich gar nicht, ne? Aufgrund des Winkels. Ich fürchte, das wird das erste Rätsel sein, bei dem ich jetzt ein bisschen hänge. Wie soll das denn gemacht werden? Wobei, warte, ich glaube, man konnte den Pfeil auch irgendwie abbremsen. Oder kann ich das noch nicht?
So ähnlich wie der Bart von Unge. Ja, generell ist das eine Mischung aus Nintendo, Landificate und Unge. Das geht nicht. Das wurde auch noch nicht erklärt, ne? Wie ist der Eindruck von der Switch-Version? Das weiß ich nicht, ich habe die noch nicht gespielt. Aber hat die vielleicht einer von euch? Ich habe nur gesehen, dass der Port wohl recht gelungen ist. Dass es optisch natürlich nicht ganz rankommt, ist klar. Aber es soll kein schlechter Port sein. Ja, und ich muss hier, glaube ich, erstmal aufgeben. Benutze doch mal den Skilltree. Geht das jetzt, ja? Weil vorhin ging es halt noch nicht. Stimmt, vielleicht finden wir da ja die Verlangsamung. Bei Bogen. Ja, aber das ist immer noch alles gesperrt. WTF? Oder bin ich blöd? Ich habe doch 10 Upgrade Points. Warum kann ich die nicht verwenden? Schieß einfach mal auf die blaue Fackel. Ohne Feuer, meinst du? Ja, das wäre aber billig, oder? Wahrscheinlich ist es genau deswegen jetzt auch richtig. Ja, aber da ist ja sogar so ein Metallstäbchen davor. Das geht gar nicht. Nee. No chance. Geht leider nicht. Da wird man schon Feuer für brauchen, denke ich. Wobei, eine Sache kann ich noch probieren. Hä, wieso entzündet sich das denn jetzt? Oh, shit. Hey, was muss man denn dann da machen? Dann muss man die gar nicht zum Brennen bringen. Dann ist das blaues Feuer. Gibt es da vielleicht irgendwo noch eine andere Fackel, die angezündet werden muss? Digga, ich schneide nicht, was die von mir hier verlangen. Ach da! Was? Betrug! Yo! Trotzdem noch geschafft! Oha! Yes! Also man brauchte Feuer, aber blaues. Und woanders. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool, hat sich das noch geklärt. Ich glaube, ich habe diesen Feigling da oben schon stehen sehen, den wir suchen. Ja, ja, der ist da. Okay. Aber wechseln wir... Oh, immer drücke ich den falschen Button. Wechseln wir mal den Helm. Weil der hier ist noch ein bisschen aggressiver. Fühle ich. Du kannst es später in der Halle der Götter upgraden. Okay. Oh, seht mal, da vorne ist ein neues Gebiet. Das ist ein bisschen grüner. Oh, ich hoffe, da kommen wir jetzt hin, weil das sieht ja mal mega nice aus. Ich glaube, das ist sogar das allererste Gebiet, was man im allerersten Trailer gesehen hat. Da sah das Spiel aber auch nochmal ein bisschen anders aus. Einfach mal nach Gods and Monsters gucken. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber was ist das schon? Etwas Neues? Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Ehriger Dieb! Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen! Wie gesagt, ich habe ein Problem.
Erbärmlicher Laufbursche! Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab! Wir vernichten dich, Typhon! So wie damals! Wir? Es gibt kein Wir! Schon lang nicht mehr! Phoenix! Jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt hab ich dich! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Das war einfach Ganon! Gut, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereit zum Fliegen? Das waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus, der große Erfinder. Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Keine Sorge. Flieg einfach nicht zu nah an Helios ran. Und wenn's Turbulenzen gibt, geh nicht auf die Toilette. Dann schaffst du es problemlos bis auf die Hauptinsel. Nehme ich an. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich? Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels habe ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet kühn in die Höhe, dass nur du, Typhon, daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen. Wovon redest du denn? Bei den Mäuren! Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote? Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes, ich liebe Halbwahrheiten, Streiche und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Dir fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt flieg zur Goldinsel. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phoenix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu seinem wahren Schicksal lag vor ihm. Ubisoft Quebec Präsenz! Der Prolog? Immortals Phoenix Rising! Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause. Er wird gleich springen. Sei still und hör zu. Das wird dann wohl das Ende des Tutorials gewesen sein. Cool. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Weil man hat häufig bei so Tutorials das Gefühl, dass die einen zu sehr an die Hand nehmen oder zu lang dauern. Aber das war jetzt eigentlich doch sehr entspannt. Alter, die Weitsicht hier. Krass. Einer hat geschrieben, es gibt hier noch eine Truhe. Ja, das stimmt. Haha, selbst Hermes hat den Bart bemerkt. Oh. Jetzt haben wir sogar eine richtig geile Rüstung. Gelange zur Halle der Götter. Ah, da haben wir doch vorhin auch schon drüber gesprochen. Da können wir dann wohl unsere Skilltree-Upgrades beschaffen. Vor allem können wir jetzt aber endlich fliegen! Mega. Das ist halt geil. Ich glaube, in diesem Gebiet war ich noch nie. Das gab es in keiner Demo. Das sieht so schön aus. OMG. Jetzt geht's so langsam richtig los.
Da vorne ist, glaube ich, noch eine Truhe. Komm, die schnappen wir uns. Ihr könnt doch nichts. Komm, schlag nochmal zu, ich pariere dich einfach aus. Ha! Lol. Aber schon übertrieben, wie weit die Gegner wegfliegen, wenn sie sterben. Das sind keine 60 FPS, oder? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, als wären es 30. Ich muss aber wirklich sagen, ich weiß es nicht. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass sie das Spiel in 30 FPS releasen. Genau, jetzt wird man auch darauf hingewiesen, dass man den Charakter individualisieren kann. Kann ich denn jetzt den Bart wieder umfärben? Darf ich das? Oder dauert das noch? Nee, hab keine Möglichkeit gefunden. Schade. Dieses Game ist 1:1 Zelda. Naja. Plötzlich fiel Phoenix eine majestätische Kreatur. Okay, doch. Reittiere zähmen. Um das schöne Wesen zu zähmen. Müsste Phoenix sich erst mit ihm anfreunden. Warum flüsterst du denn? Ich will das Pferd nicht verscheuchen. Was hast du genommen? Kann ich auch was haben? Als ob. Okay, das ist mal cool. Einfach so ein Hirsch. Nimm die neue Waffe. Okay, warte. Ja, ich glaube, die ist in allen Bereichen besser und epischer. Hast du recht. In der Hauptstation gibt es einen Friseur. Ach, und da kann man dann das Aussehen ändern. Okay. Ah, das hier sind neue Pflanzen, die man sammeln kann. Olympische Feige. Genau, wir können nämlich an Kochstellen, ähnlich wie in BOTW, Tränke brauen. Man kennt's. Oh, hier ist ein Schrein. Rein da! Hab ich richtig Bock drauf. Hilfe für die Anemoi. Wer oder was sind die Anemoi? Irre ich mich oder hat Felix die Stimme von Yugi Muto aus Yu-Gi-Oh? Das weiß ich nicht, ich habe das nie geguckt, aber auf jeden Fall Hicks aus Drachenzähmen leicht gemacht. Du musst den Elch registrieren. Was? Ja gut, nach dem Schreien hole ich mir einen neuen, dann können wir das mal angehen. Aber das habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Warum das denn? Dass ich mir dann jederzeit rufen kann, oder was? Okay, cool. Oha. Das Fliegen ist schon sehr smooth. Was ist gerade passiert? Ah, okay. Diese Kugel hier.
Alles klar. Was ist Google Stadia? Ein Cloud-Service, als ob das jetzt hängen geblieben ist. Oh, komm schon. Ein Cloud-Service für Gaming. Du brauchst keine Konsole, keinen PC, kannst aber die neuesten Spiele streamen in Echtzeit. Ist also für Leute interessant, die halt nicht so viel Budget haben. Um sich den... Renn doch! Um den neuesten PC zu holen. Warum ist er da jetzt hängen geblieben? Ach komm! Spast. Das Einzige, was du brauchst, ist eine einigermaßen stabile Internetleitung. Digga, das ist nicht so schwer. Come on! Das kann nicht sein. Los jetzt, du Affe. Unnötig, da so reinzuscheißen. Schneller. Ja, ja. Bin halt schon alt. Ist da rechts wieder ein Secret oder was geht da ab? What the... Da ist so ein Monsterzeichen drauf. Muss ich erstmal Gegner besiegen, bis es da weitergeht? Okay, der linke Schalter ist für die Türen. Der rechte... Ja, aber du siehst doch kaum was. Wie willst du das denn machen? Du musst ja quasi nach Gefühl handeln. Und was ist eigentlich hiermit? Finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Achso, es gibt zwei Kugeln? Was? Ja, aber dann muss ich das ja wirklich mit Gefühl machen. Weil die eine Kugel sitzt ja jetzt schon. Was ist mit der anderen? Okay, die ist noch nicht verloren. Ich glaube, ich muss hier nochmal wechseln. Ja. Okay. Auf gut Glück. Hey, was? Hä? Als ob du da unten nochmal zumachen musst. Der Trigger ist real. Also man muss zwar nicht die mega krasse Übersicht haben, aber es ist trotzdem belastend. Die anderen Schreine haben mir mehr gefallen. Jetzt bin ich auch mal ein bisschen trotzig. Ja, das ist voll fies. Mann, Mann, Mann. Wie gemein. Dafür ist der Schrein aber auch kürzer. Wir sind sogar schon durch. Na gut! Die Länge wurde dem Trigger-Maß angepasst.
Verplant YT, danke für die Mitgliedschaft. Oh, hallo. Bis undercover, danke für den 10er und dein Lob. Bin schon jahrelanger Zuschauer und liebe deine Arbeit. Wollte einfach mal ein Dankeschön da lassen. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten in diesen Stream. Ja, verprügelt euch gegenseitig. So, ich soll den Hirsch registrieren, hieß es vorhin. Machen wir. Ich schnapp mir einen neuen. Dann kann ich den bestimmt irgendwie jederzeit rufen. Aber wie mache ich das jetzt mit dem Registrieren? Hilfe! Ich brauche den Chat. Oh, ist das da vorne übrigens der Todesberg oder was? Danke dir für die 25 Münzen. Wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus BOTW, Odyssey und Genshin. Ja, das trifft es sehr gut. Wie anfangs erwähnt, ist das Spiel auch von den Assassin's Creed Odyssey Machern. Und was hast du jetzt hier für Leiden? Ein Schaukelpferdchen! WTF. Ja gut, ich bin aber auch selber schuld, wenn ich ihn so nah da hinreiten lasse. Na, springst du jetzt oder? Ah ja! Beste Szene des Streams bisher? Das Tier ist bereits im Inventar registriert. Okay, und wie rufe ich es zu mir? Da ist übrigens wieder ein Bär. Ob das so eine gute Idee war? Ich glaube, der fühlt das nicht so. Da ist noch einer! Oder was ist das? Nee, es ist was anderes. Aber fast gefallen. Ich glaube, ich lasse das lieber sein. Scheiße. Das war ein Fehler. Du hast es getötet? Ich weiß nicht. Er war auf einmal weg. Der arme Hirsch. Boah, hier sind voll viele von diesen Viechern. Ich habe safe keine Chance gegen die. Und was ist eigentlich mit diesen Bereichen, die so rot aufleuchten? Entstehen da später noch Dungeons oder was? Y gedrückt halten müsste es sein. Tatsächlich. Damit gelingt mir die Flucht. Also so einigermaßen. Oh oh. Lasst euch nicht stören, ich bin nur auf der Durchreise. Alles gut, ich tue euch nichts. Das vorhin war nur Spaß. War nicht so gemeint. Hier ist übrigens noch Heilung. Gönn dir. Yeah. RIP, Domtendo. Nee, ich bin auch da, ich bin auch davon gekommen. Vorne ist irgendein unbekanntes Ziel. Das Ding ist aber, wir sollen halt da hoch, ne? Wobei, warte, kam ich nicht von da? Nee, ne? Halle der Götter. Nee, das ist die Halle der Götter. Okay. Naja, aufgrund meiner Flucht bin ich halt jetzt etwas vom Ziel abgekommen. Aber dann sehen wir mehr von der Welt. Danke für 1800 Likes, wie ich gerade lese.
Da hinten glitzert noch was. Können wir uns ja auch noch schnappen. Hier gibt es zum Glück etwas weniger Monster. Aber ein Riesenabgrund, in den ich beinahe gestürzt wäre. Lost. Bei den Rissen können einfach nur Gegner spawnen. Ach so. Okay, also von dort dann einfach fernhalten. Verstehe. Gönnung aktiv. Ich will unbedingt mal darauf. In dieses Häuschen schauen. Begegnung mit legendärem Gegner? Was? Ich glaube, da oben ist ein Boss. Okay. Bin bereit zu sterben. Elias Schilling, danke für eine Münze und ebenfalls fürs Reinschneiden in den Stream. Irgendwas flatterte da gerade, aber das ist nicht der legendäre Gegner, oder? Doch? Ja, tatsächlich, das ist wohl der Vogelanführer. Ja, super, aber gegen so einen fliegenden Gegner habe ich doch gar keine Chance. Und der weicht auch noch aus. Ja, genau. Machen wir mit einem Move einfach mal die Hälfte an Schaden. Definitiv fair. Was? 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 Ich bin so chancenlos. Ich lass das lieber. Ich hau ab. Wir haben absolut keine Chance gegen das Vieh. Viel zu stark. Aber man konnte sich unterhalten. Sympathisch. Tschüss. Wow, wie geil sieht das bitte aus mit der Sonne da vorne. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du auf normal? Erschien mir als angemessen. Wir werden dich alle vermissen. Ich habe mich lieber von dem Vieh verabschiedet, weil es war halt abzusehen, dass das nichts wird, ne? Sieht schon nice aus. Und wie viel du einfach auch in der Ferne erkennen kannst. Richtig geil. Halle der Götter in Reichweite. Das machen wir noch und dann kommen wir auch langsam zum Ende, weil wir haben ja sogar schon die 2 Stunden geknackt. Wie immer. Man kennt's. Die Streams gehen immer länger, als sie angekündigt sind. Nichts Neues. Wie findest du das Spiel? Ja, geil. Also, genau wie in den Demos, die ich gezockt habe, mir gefällt's. Ich hoffe, ich kann's bald auf Twitch weiterspielen. Wenn mein Internet wieder stabiler ist. Ich höre jemanden schnaufen. Wer oder was ist das? Ah. Das sind die Dudes da unten. Hallo. Warum kann ich denen keinen Schaden machen? Und was ist das denn? Oh nein, da ist noch so ein Hinox. Der mir aber geholfen hat? Ach, das sind meine Truppen? Du hast dir noch nicht ins Gesicht gestochen. Beeindruckend. Die sind auf meiner Seite!
Ach so, ja, das ist, in meinem Land ist das eine Begrüßung, wenn man sich einen Pfeil in den Rücken schießt. Ich wollte sagen, hallo Männer. Schön, dass ihr da seid. Es müssen irgendwelche göttlichen Krieger sein. Die mir helfen wollen. Sehr gut. Gibt's hier ein paar Steine? Weil die waren ja gegen den Hinox effektiv. Oh nein, er macht genau dasselbe. Du Nachmacher! Oh, scheiße, Mann! Dreckscheater, Mann! Was ist das für eine goldene Blume eigentlich? Blumennektar. Ich hab halt leider nichts, um meinen Angriff zu gießen. Du hast dir noch nicht ins Gesicht gestochen. Beeindruckend. Direkt nach dem Tutorial gibt's einen legendären Gegner. Oder meintest du den, wo ich gerade war? Alter, aber selbst der Hinox ist viel zu stark. Kann das sein? Ich kann mich auch nicht mehr heilen, oder? Tatsächlich. Verdammter Mist. Ja, wenn man sich zu weit entfernt, dann rastet er immer mit seinen Steinen aus. Ausweichkonter, aber das war jetzt mega knapp. Ich brauche Heilung, Alter. Das wird so nichts. Aber vielleicht stehen diese goldenen Blumen ja nicht umsonst darum. Vielleicht kann ich mir da irgendwas draus brauen. Oder halt direkt einnehmen, weil braun wird ein bisschen schwierig während des Kampfes. Nee, geht nicht. Ach doch! Okay, ich habe nicht geblickt, dass ich mich vorhin mit den Heiltränken geheilt habe. Ich habe aber noch meine ganzen Granatäpfel. Die setze ich aber nur ein, wenn ich das linke Steuerkreuz länger gedrückt halte. Bei den Tränken reichte ein kurzes Antippen, deswegen bemerke ich das erst jetzt. Weil ich habe mich gewundert, da steht doch noch 43, warum kann ich mich damit heilen? Aber der ist trotzdem völlig broken! Da bringt mir das Parieren halt auch nichts, weil ich zerstört zwar den Felsen, aber es macht ja keinen Schaden. Ja, komm, er ist fast down. Machen wir es einfach auf Krampf. Sind die heiligen Krieger eigentlich alle tot? Weil die sind nicht mehr da. Schön. Die Granatäpfel sind halt wirklich meine Rettung jetzt gerade. Oh nice, das muss es sein, komm! Tschüss. Okay. Boah, die Musik ist so geil. Was gibt's hier? Gar nicht mal so krass. Ich habe jetzt eine neue Waffe oder sowas erwartet. Teilweise 5000 Euro für eine PS5 auf eBay. Nicht kaufen, Leute. Nicht kaufen. Tut den Leuten nicht den Gefallen. Auch nicht für weniger. Ja, deine Männer hättest du eigentlich beschützen sollen. Im Notfall denkt halt jeder an sich selbst, ne? Der war halt schon ziemlich stark. Aber es muss doch auch irgendwo einen Kochtopf geben, wo man sich Angriffs- und Defense-Buffs brauen kann. Ich habe schon so viele Zutaten, aber noch keinen Kochtopf. Naja, vielleicht oben in der Halle der Götter. Das wird jetzt eh ein Krampf, darauf zu kommen.
Jetzt verstehe ich auch das System. Du nutzt erst deine Tränke und dann die Pilze bzw. die Granatäpfel und alles andere, was du so hast. Okay. Ja, jetzt werde ich auch einen Trank benutzen müssen, weil das schaffe ich nicht. In der Halle der Götter gibt's einen. Aha. Was? Warum bringt denn der Trank so wenig? Okay, die Pilze aber auch. Es ist ja... Mann! Genau wie in Zelda, einfach Schmutz. Reite doch das Tier. Hä? Beim Klettern? Das wird schwierig. Der Anblick der großen Halle verschlug Phoenix den Atem. Das ist unglaublich. Ja, ganz nett. Könnte mal renoviert werden. Die Sache mit den Säulen ist etwas altbacken. Also, sind wir hier sicher? Weißt du noch, was ich Typhon gestohlen habe? Es war ein kleines Stück seines Auges, damit dieser Ort vor seinen fürchterlichen Blicken verborgen bleibt. Gern geschehen. Du sagtest, das wäre die Halle der Götter. Nun, wo sind sie denn alle? Ich fange mal ganz von vorne an. Mit der Hand auf Phoenix' Schulter erzählte Hermes die Geschichte von Typhon, dem Göttervernichter. Typhon, Sohn der Gaia, war ein furchtbares Ungeheuer, das die Titanen befreien und die Götter vernichten wollte. Er kämpfte mit Zeus um die Vorherrschaft über den Kosmos. Zum Glück wurde Typhon besiegt. Wie er das wurde. Unter einem Berg begraben, wo er kein Unheil mehr anrichten konnte. Wenn ich nur immer noch so gut in Form wäre. Viele Jahrtausende saß Typhon dort fest, bis Helios sich verfinsterte und brennende Sterne vom Himmel fielen. Die Sterne schmolzen Typhons Ketten, und in einer Explosion aus Feuer und Rauch barst Typhon aus dem Berg hervor. Die Götter hatten ihm Unrecht angetan. Nie wieder, schwor er. Die Welt wird gesäubert. Die Götter werden büßen. Und so dürstete Typhon nach Rache. Zerstöre den Vorhang, der dieses heilige Land von der Unterwelt trennt. Lass Tartaros unter den Göttern wandeln. Zertrampelt, vertilgt und zermalmt die falschen Götter zu Staub. Kommt, Olympia! Schwingt eure Waffen und stellt euch mir! Ihr habt meine Macht unterschätzt und euch in eurem Hochmut gesonnt. Beugt euch meiner unerreichten Vollkommenheit! Manche Götter flohen, manche blieben und kämpften. Viele wurden gefangen. Typhon riss sie entzwei. Er stahl ihnen ihre Essenz und verwandelte sie unwiederbringlich. In einem letzten, verzweifelten Versuch, ihr Land zu retten, riefen die Götter die alten Helden. Die letzten Krieger, in deren Venen noch ein Mindestmaß an göttlichem Blut zu finden war. Schwach und selbstverliebt. Eure Helden werden nur noch ein Schatten ihrer selbst sein und mir bis in alle Ewigkeit dienen. Die Götter hatten versagt und die Helden ebenso. Doch als alle Hoffnung verloren schien, kam Domtendo.
Also ja, es wurde ordentlich gekämpft und verloren. Und jetzt bist du unsere einzige Hoffnung, den alten Glanz wiederherzustellen und die Welt vor dem Chaos zu bewahren. Wir haben nur noch dich, Phoenix. Aber keinen Druck. Ich habe den Überblick verloren, wer wer ist. Bist du das mit der Stachelfrisur oder Typhon? Ach, vergiss es. Die besiegten Götter müssen mit ihren Essenzen wiedervereint werden, damit sie zu alter Stärke finden. Und dann müsst ihr gemeinsam Typhon bezwingen. Das klingt gar nicht so leicht. Ich wünschte, mein Bruder wäre hier. Gut, hör mal, ich bin nicht perfekt, ja? Ich meine, ich war's, der Pandora zur Erde gebracht hat, um Zeus willen. Aber vielleicht, nur vielleicht, bist du der rechte Held zur rechten Zeit. Und ehrlich gesagt, bist du auch der Einzige, der noch da ist. Alle anderen wurden schon besiegt. Viel Glück. Ich werde hier warten und nichts tun. Ich meine natürlich, alles vorbereiten. Dann, danke. Oh, du machst wieder dieses Gesicht. Na schön. Am besten fängst du damit an, die anderen Statuen auf der Goldinsel zu erklimmen, um die verschwundenen Götter zu finden. Sie sollten dir sagen können, wo ihre gestohlenen Essenzen sind. Allerdings waren sie in letzter Zeit nicht sie selbst. Also bin ich nicht ganz sicher. Und was heißt das jetzt? Das wirst du schon sehen. Phoenix, denk nach. Was würde mein Bruder tun? Legyron würde es vermutlich ganz allein mit Typhon aufnehmen. Wie damals, als er die gesamte spartanische Flotte besiegt hat. Dem mache ich was vor. Das ist zu viel für mich. Die Titanen und die Recken. Oh, man kennt's. Ist das Hephaistos Schmiede? Süß. Versuch dich nicht versehentlich aufzuspießen. Aber Phoenix hörte nicht mehr zu. Die Schmiede zog ihn auf geheimnisvolle Weise an. Das Adamant, das er gefunden hatte, wollte geschmiedet werden. Ah, okay. Hier sind auch verschiedenste Verbesserungsapparate. Hab vorhin auch gelesen, die Tränke sind am Anfang Schmutz. Also wahrscheinlich irgendein zusammengepanschtes Zeug aus dem Aldi. Du kannst die aber auch verbessern. Ah, hier wahrscheinlich. Okay. Mhm. Schicker Kessel. Ja. Phoenix ließ das hohle Kompliment in der nachfolgenden Stille verebben. Stattdessen konzentrierte er sich auf mögliche Rezepte für Tränke. Goldbernstein verstärkt die. So, so. Genau, das hier ist der Ausdauertrank. Defense. Heilung. Und Angriff. Und mit Goldbernstein lassen sich die nochmal verstärken. Okay. Ja! Ha! Was kostet Stadia im Monat? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, deswegen bitte nochmal selbst überprüfen. Aber die normale Funktion ist beitragsfrei. Du zahlst nur die Spiele. Stadia Pro allerdings kostet 9,99 €. Damit kannst du die Spiele in 4K spielen. Und ich glaube, man bekommt auch ein paar pro Monat geschenkt, beziehungsweise stark reduziert. Also so ähnlich wie bei PlayStation Plus. Ändere jetzt den Bart. Ja. Okay. Mehr Tränke tragen. Mehr Pfeile. Und die Waffen kann man auch verbessern. Aber sollte man da nicht warten, bis man richtig krasse Waffen hat? Sonst verschwendet man doch die Materialien, oder? Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize.
Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Und da ich der Gott des Handels bin, kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln. Wie kreativ. Du kannst natürlich auch mit deinen eigenen Elektra bezahlen. Ich dachte, der Anreiz war für mich. Naja, ich bin auch der Gott des Profits. Diese Preise. Und ich bin der Gott der Diebe. Wir haben alle unsere Laster. Was ist das da drunter? Ein Putzplan. Sonst müssen immer alle anderen hinter Ares herräumen. Hast du schon mal versucht, Blut aus einer Blutlache zu bekommen? Eine Herakles-Aufgabe. Mhm. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Ah, hier ist der Friseur. Es werden alle Waffen verbessert, auch zukünftige. Ach so. Ist das für die jährliche Zahnuntersuchung der Götter? Nein, hier reißen wir uns die Haut vom Leib und wandeln unsere Gestalt. Na, immer noch besser als ein Zahnarztbesuch. Du nennst es Hinox, andere nennen es Zyklop. Ich sag das mit Absicht, Balu. Und Elias Schilling, danke für eine Münze. So, passen wir noch den Bart an. Geschlecht lässt sich aber nicht mehr ändern, ne? Das wär ein bisschen strange, aber gut, warum nicht, ne? Warum nicht? So. Also, ich wollte ihn blau machen, ne? Das war ja auch das, was ihr wolltet, richtig? Kappa. War das jetzt eigentlich kostenlos? Ja, oder? Was ist das? Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Aber sei vorsichtig. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau. Da ist wieder dieser wunderbare Duft. Ambrosia ist Leben. Du willst besser geschützt sein? Dann komm her und trink es. Und dann lass dich fallen. Einmal hat Athena die komplette Kylix ausgetrunken und die gesamte griechische Flotte zerstört. Kurz nachdem sie sich mit ihr verbündet hatte. Das war episch. Entschuldige, man muss wohl dabei gewesen sein. Viele meiner Verwandten waren dabei. Sie starben. Ich habe Athena gesagt, sie soll das lassen. Aber hat sie gehört? Nein. Maximale Gesundheit erhöhen ist immer gut. Ist das Spiel für Nintendo? Auch! Gibt's für alles. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Google Stadia, worauf ich gerade spiele. Let's go, der Hase. Gestern released. Ich glaube, wir sind durch mit den Einrichtungen und dem Tutorial. Denke, das ist ein guter Endpunkt für unseren Stream. Wir hatten keine Lags, das ist schön. Und jetzt baller ich noch für, ich muss kurz gucken, aber ich glaube für 4 von euch ebenfalls Codes für Phoenix Rising auf Stadia raus. Ja, 4 Codes sind's. Ich werde die jetzt nacheinander mit einem gewissen Abstand posten. Macht euch schon mal ready, um es dann in eurem Google Stadia Account einzulösen. Ich werde sie später auch nochmal in die Videobeschreibung integrieren, damit die auf jeden Fall von irgendjemandem von euch genutzt werden können. Und hier ist der erste. Danke an der Stelle auch für 2000 Likes.
ziemlich genau 2000 Likes während dieses Streams. Mir hat Spaß gemacht. Ich werde, wie gesagt, auf Twitch weiterspielen. Morgen kommt auch noch ein besonderes Video zu Phoenix Rising. Da bin ich mal gespannt auf die Kommentare. Da wird es dann auch noch den ein oder anderen Code geben. Ich glaube, ich habe da einen PlayStation 5 und einen Nintendo Switch Code. Aber heute erstmal Google Stadia. Brick Lebowski, danke dir für 2 Münzen zum Abschluss nochmal. Und hier kommt der zweite Code. Bam. Ihr müsst oben dann auf euer Profil gehen, auf die Stadia-Einstellungen und links sollte dann irgendwo stehen, Code verwenden. Wie gesagt, ich poste die gleich dann auch nochmal in die Videobeschreibung. Falls einige lost sind und jetzt gerade ihren Account nicht offen haben, besteht somit eine zweite Chance. Spiel hat irgendwas von Fable und Assassin's Creed. Kann man auch so sagen, ja. Also ich hoffe, es hat gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Man muss es natürlich nicht mögen, aber ich finde es noch so den besten Breath of the Wild-Klon. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Jetzt kommt der dritte Code. Das wäre dieser hier. Gibt's einen großen Unterschied zwischen normaler und Gold-Edition? Müsste ich jetzt auch googeln. Aber normalerweise bedeutet das bei Ubisoft, du hast halt alles, inklusive DLC. Aber da gibt's bestimmt einen Trailer zu. Guck doch mal auf YouTube oder gib's in Google ein. Ich mach's auch mal parallel gerade. Es wird nämlich noch einen DLC geben, später irgendwann, nächstes Jahr, der sich mit der, wenn ich mich nicht täusche, chinesischen Mythologie beschäftigt. Auch noch mit einem anderen Charakter. Da kam jetzt vor wenigen Tagen ein Trailer zu raus. Gold-Edition. Ja. Enthält den Season Pass und spielinterne Inhalte. Also im Prinzip das, was ich gerade sagte. Ich bin auch sehr gespannt dann auf diesen DLC, weil chinesische Mythologie ist auch ziemlich geil. Da habe ich ja bei Assassin's Creed bislang vergebens gewartet. Aber Phoenix Rising haut's raus. Chinesisch. Ja, am Anfang habe ich es falsch gesagt. Meine Güte. Das sagt man bei uns in Bayern halt so. Hier der letzte Code. China, ich dreh durch. China, nicht China. Ja, ist gut. Wenn die Codes nicht funktionieren, hat sie schon einer benutzt, logischerweise. Ja, genau. So ist es. Und damit sind wir durch. Wie gesagt, morgen kommt noch ein Spezialvideo. Und da könnt ihr auch noch 2 Codes abstauben. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. War ein schöner Stream. Wenig Lags, I like that. Also wegen Vodafone. Und Stadia lief stable. Auch nice. Schönen Abend euch noch. Und bis zum nächsten Video. Bye.